Stellen Sie das Kabelmodem ohne direkten Kontakt zu anderen Geräten und mit ausreichend Platz ringsum auf. Verbinden Sie nun das Koaxialkabel mit dem passenden Anschluss Ihres Kabelmodems. Für den Anschluss an einer Zweiloch-TV-Dose setzen Sie das beiliegende kleine Adapterstück auf das abgewinkelte Ende des Koaxialkabels auf. Anschließend stecken Sie das Koaxialkabel in den Radioanschluss Ihrer TV-Dose. Für den nächsten Schritt benötigen Sie das Netzteil Ihres Kabelmodems.